Basim, geht es dir gut? Basim. Ich weiß es nicht. Du hattest recht, Nihal. Meine Feindin, Kabiha, sie hatte die Antworten. Was hast du erfahren? Dass es mehr darüber zu lernen gibt, wer ich bin. Eine Wahrheit, die Kabiha mir zu sagen versuchte und meine Meisterin verstummen ließ. Diese Wahrheit liegt in Alamut. Also reiten wir nach Alamut. Bist du sicher, dass du Bagdad verlassen willst? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Du wirst Basims Reise nach Alamut abschließen müssen, bevor du nach Bagdad zurückkehren kannst. Na gut, das ist ja nicht schlimm. Also ja. Ich werde gehen, Nihal. Nur ich. Du brauchst mich. Du musst sicher sein. Ich bin bei dir sicher und du bei mir. Es kann sein, dass ich dort nur Gefahr und Tod finde. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich von ihm nicht abwenden, aber du sollst dich ihm nicht stellen. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du ruhst, ruhe auch ich. Ich begleite dich, jeden Schritt des Weges. Du bist niemals allein. Und jetzt pack. Wir verlassen Alamut erst, wenn du deine Antworten gefunden hast. Ja! Lauf zu! Schneller! Nicht das Willkommen, das du erwartet hast, was? Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte, Alamut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Ich fürchte, ich kann nicht. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür?
Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst. Dann laber mich doch nicht von der Seite an hier. Okay, sind hier irgendwo Gegner in der Nähe? Ich hoffe nicht. Ich denke mal, dass ich sowieso hinreiten soll, oder? Ruhig. Eile ruhig, zum Lager Mädchen. Zurück. Heißt für mich, ich muss reiten. Alles ist gut. Alles ist gut. Dein Herr hat dich in meine Obhut gegeben. Unser Tempel. Was auch darunter ist, ich muss es selbst sehen. Der Preis ist egal. All das Blut, so viel Tod. Ist es das, was Kabiha mit Weg bereiten meinte? Nihal, bitte sei in Sicherheit. Wo du auch sein magst. Hallo? Kann ich hier dieses einfache... Ich wollte gerade sagen. Aber ich glaube, hier müssen wir nicht hoch, oder? Ah, doch, Moment, da können wir. Nee, da hinten müssen wir hin. Von da unten komme ich da hin. Das heißt, ich muss wieder runter. Ich wusste es. Wenn ich irgendwo hochkletter, ist es natürlich falsch. Ich kann aber auch da direkt hochklettern. Bei Allah. Hier komme ich nicht durch. Vielleicht darüber. Wieso kommst du hier nicht durch? Clans leben noch. Darunter auch Mentor Raihan. Ja, wenn ich darüber gehe, komme ich wieder nicht dahin, wo ich hin will, oder? Da sind Feuer, da unten ist einer. Komme ich doch garantiert wieder nicht. Oh, achso, Moment, hier kann ich. Hier kann ich wiederum nicht. Da müsste ich also quasi nach unten. Wie viele sind das? 1, 2, 3. Da hinten sind noch 2. Noch mehrere. Eigentlich müsste ich hier oben rum. Wachmann, das war niederwürdig deine Berufung. Na komm, komm. Ha, da war nicht. Der hat mich gesehen. Euer Mentor könnte uns sagen, was wir wissen wollen. Er könnte hey, euer Leben retten. Ja, genau. Du drückst auf Eliminieren und es funktioniert natürlich wieder nicht. Wie immer. Aber ich bin ungeduldig. Ja. Zeigt euch, ihr könntet zumindest. Halt die Deckung hoch. Hey, ich müsste kein Elixier zu mir nehmen, wenn er endlich mal ausweichen würde, wenn ich auf Ausweichen drücke.
Mann! Wow. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Verflucht. Ich muss schneller sein. Sie verdienen es nicht zu sterben. Das ist richtig, aber der Typ dreht sich doch garantiert jetzt um, oder? Jetzt auf einmal geht es, oder was? Oh, Alter, ernsthaft. Sicherlich gibt es ja einen unter euch, der weiß, was sie hier tun. Warum meine Männer sich euren Tempel erstritten haben. Los, sprecht mit mir! Erzählt! Der Typ geht mir auf den Sack. Ich muss hier erstmal... ja, komm, machen wir es so. Den kann ich nicht mehr, ne? Basim, was? Basim, ich dachte, du wärst in Bagdad. Wo sind die anderen? Roshan! Ich bin allein hier. Aus demselben Grund wie diese Männer. Ich kenne die Wahrheit, Mentor. Über den Tempel und was er birgt. Das haben mir unsere Feinde verraten. Sie drängten mich, danach zu suchen. Weil nur ich es vermag. Du? Also hat der Orden die Tahirian benutzt, um Alamut niederzumetzeln. Weil du der Schlüssel bist. Wofür? Was beschützt ihr, dass all dieses Blutvergießen wert ist? Uraltes Land. Seit Generationen ist es unsere Pflicht, darüber zu wachen. Es vor dem Orden zu bewahren, der seine Geheimnisse ausbeuten will. Der Eingang befindet sich im Tempel. Obwohl es verboten ist, habe ich ihn gesucht. Doch ich habe ihn nicht gefunden. Dann werde ich das selbst tun. Das darfst du nicht. Das ist es, was der Orden will, verstehst du nicht? Wenn das, was wir beschützen, in die falschen Hände fällt... Es werden die meinen sein. Sieh dich um. Sieh, was der Orden bereit ist, auf uns zu hetzen. Wenn ich das Wissen erhalten kann, das sie suchen, gewinnen wir damit vielleicht endlich die Oberhand in diesem endlosen Krieg. Dies ist der richtige Weg. Für die Verborgenen. Sicher? Oder ist es nur der richtige Weg für dich? Ich weiß es nicht. Stehen hier noch Jungs? Ah, Moment. Ich kann hier noch was essen. Stehen hier noch welche im Weg rum? Da sind alles Feuer. Da muss ich hin. Nächste Frage, kann ich hier rum dahin oder? Das sieht mir nämlich nicht so aus. Bruder, halt an! Okay, der eine ist aufgescheucht, aber ich hoffe, der kommt mir jetzt nicht hinterher. Och, jetzt gebt mir doch nicht auf den Sack mit eurer Hilfsmittelverbesserung hier. Nee, das ist dahinter, muss ich, ne? Frage ist, sind da auch welche drin? Der Tempel. Bringen wir es zu Ende. Nichts und niemand steht mir im Weg. Nicht jetzt. Nicht so kurz vor meinem Ziel. Na, ich bin ja nicht sicher, ne?
Hier ist wieder Sperrbezirk oder was? Oh, dahinter ist einer. Komm, 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 komm. Es sind mehr von euch nötig, um mich aufzuhalten. Ja, aber bitte nacheinander, ja? Da vorn sind noch mehr. Das heißt also, ich bin hier richtig. Alter, muss der sich jetzt gerade bewegen? Ja. Moment, das nehmen wir natürlich noch mit. Du sollst nicht die Gesundheit, du sollst die Truhe. Oh. So. Oh Gott, oben sind welche. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Töte die Eindringlinge. Also quasi alle umbringen. In Anführungszeichen einfach nur. Wir sollten nicht hier sein. Unsere Befehle lauten, den Tempel zu sichern. Nicht hineinzugehen, ich weiß. Die Befehle. Was ist vorbei? Ich hole Hilfe. Ist gut. Kommt her und helft mir. Heftig. Ja, genau. Ich bin angeblich unsichtbar, aber Hauptsache, sie können mich sehen, oder was? Genau, Missgeburt. Wohin kannst du schon fliehen? Ich hab dich in Stöcke! Vergiss das. Doch. Ich bin sauer. Mal sehen, ob ich vermag, woran diese Eindringlinge scheitern. Haben wir hier noch welche? Oh, jetzt geh doch einfach mal. Mensch, da unten ist keiner mehr, oder? Wenn ich das richtig sehe. Nein, ich will kein Hilfsmittel. Hallo, ich will die Truhe plündern. Da sind doch keine Hilfsmittel drin. Oh. Leute. Unter den Tempelmauern, sagte Kabiha. Was ist das für Zauberei? Moment. Genau davor hatte ich dich gewarnt. Letzte Chance. Wie du willst. Ich will nicht gegen die kämpfen. So weit ist es also gekommen. Wir töten einander? Ist das deine Vorstellung einer Bruderschaft? Die Bruderschaft steht zusammen. Für jene, die sich darüber erheben wollen, ist kein... Du denkst, ich erhebe mich darüber? Alter, kann man die auch mal treffen? Basim. Du gehst den Pfad des Ordens. Der Leute, die du einst schworst zu bekämpfen. Ja, bloß nicht ausweichen. Du erfüllst ihre Ziele. Und gefährdest genau das, was du verteidigen wolltest. Den freien Willen. Und mein Wille? Wie kann ich für etwas einstehen, das man mir nicht zugesteht? Euer Credo ist fehlerhaft. Ohne Arm keine Klinge. Zieh mit einem Wurfmesser. Genau. Sonst habt ihr keine Probleme. Es muss... Hab keine mehr.
Roshans Schulter ist ungeschützt. Letzte Chance. Dein Untergang. Kann man jetzt normal gegen die kämpfen? Ja, bloß nicht ausweichen. Komm nicht aus der Ecke raus. Oh, ich hasse sowas, ehrlich. Ich vertraute dir. Ich opferte euch alles. Und du lugst mich an. Du wusstest es. Seit der Nacht, in der wir aus El Anbar flohen, kanntest du meine Wahrheit. Ich fürchtete nur ihre Bedeutung. Doch ich ließ... Gib auf. Gib auf. Basim. Lass sie. Komm schon. Ich habe das nicht gewollt. Aber ich muss es wissen. Ich will dich nicht an das verlieren, was du dort drin finden magst. Du musst nicht in die Vergangenheit blicken, um zu wissen, wer du bist. Wer du sein kannst. Du hast die Wahl, Basim. Vertraue mir. Das wollte ich. Doch du hieltest es für das Beste, mich zu kontrollieren. Genau wie unsere Feinde. Basim, hier drüben. Ich weiß, was das ist. Der Schlüssel. Sie wird uns folgen. Nein, das kann sie nicht. Du hast es selbst gesehen. Mehr von diesen Dingern. Welche Wahrheiten sich darin wohl finden? Welche Geschichten sie erzählen? Was auch immer sich hier befindet, ist von großer Wichtigkeit. Für die Verborgenen. Für den Orden der Ältesten. Für mich. In was sind wir hineingeraten? Wohin hat mein Pfad uns geführt? Du willst nicht wissen, warum irgendjemand an diesen Ort geführt wurde. Ja, es kommt drauf an. Wenn wir jetzt irgendwie so ein super-duper Geheimnis lösen... Trügen mich meine Augen? Siehst du das auch? Nihal? Ja. Ich bin hier. Ist zu weit, ne? Muss was auch immer das hier sein mag. Es wurde vor langer Zeit erbaut. Für einen Zweck, den ich nicht kenne. Ich schon. Woher? Ich weiß es nicht. Nihal. Du beunruhigst mich. Nihal. Sieh mal hier drin. Ja, will nicht fokussieren. Ich kenne diesen Ort.
Nihal? Kann nicht sein. Woher kenne ich das? Das ist Teil deiner Wirklichkeit, Vasili. Auch ich bin Teil deiner Wirklichkeit. Ich begleite jeden Schritt des Wegs. Du hast ihn getötet! Es war deine Idee, auf dem Palast zu stehen. Genug! Lass mich hier raus! Wie? Was? Was bist du? Sieh! Schau es dir selbst an! Zeig dich! Du wagst es, dich zu verstecken? Nach allem, was ich durchgemacht habe? Wo bist du? Der Djinn aus meinen Träumen. Die Gestalt aus diesen Visionen. Sie sind ein und dasselbe. Ist es das, was ich sehe? Erinnerungen aus einem lang vergangenen Leben? Sind es die meinen? Erscheint mir der Djinn deshalb zu echt. Mein Folterknecht. Die Quelle all dessen, was mich plagt. Wenn dem so ist, muss ich mich dir stellen. Nein. Warum sehe ich das? Dieser Ort. Wenn ich ihn durchschreite, sehe ich nur die Erinnerungen, die meine Seele erbeben lassen. In solchen Momenten der Not war mir der Djinn immer am nächsten. Diese unnachgiebige Angst, sie lässt mich in meinem schwächsten Moment erstarren. Ich habe nie verstanden, woher er stammt oder warum er mich heimsucht. Doch ich beginne mich zu erinnern. Ich bin in einer kalten Zelle. Flehe darum, dass es aufhört. Der ich einst war, mag Vergeltung suchen. Doch wenn ich diesen Schmerz überwinden soll, dann will ich nichts als Frieden. Es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen.
Wenn du einen Weg durch die Mauer findest. Die Zelle. Meine Zelle. Ich bin fast da. Kein Zurück. Ich habe uns jetzt nicht umgebracht. Ich kenne dich jetzt. Ich sehe dich als das, was du bist. Ein Schreckensbild aus einem anderen Leben. Und dort wirst du auch bleiben. Nein, Basim. Das hier ist erst der Anfang. Für uns. Das, was vor uns liegt. Ein tieferes Verständnis für die Welt, die hinter uns liegt. Und unseren Platz darin. Mein ganzes Leben rang ich damit, wer ich war. Wer ich sein sollte. Und da warst du. Die ganze Zeit. Der Teil von mir, dem ich mich widersetzte. Eine Spiegelung dessen, was wir einst waren. Und was wir wieder sein werden. Uns erwartet so vieles. Eine neue Welt. Ich zeig sie dir. Ich werde dich nie wiedersehen, oder? Werde ich allein sein? Du bist niemals allein. Die Zeit ist vergangen. Ja, irgendwie haben wir jetzt keinen Ton mehr.
denke mal, dass da die Musik rausgenommen wurde, was ich aber auch wiederum nicht glaube, weil sonst die Musik ja drin geblieben ist. Es ist vollbracht. Du hast deine Wahl getroffen. Nun treffe ich meine. Leb wohl, Roshan Bind La'ahad. Es war mir eine Ehre. Komm, Basim. Wir haben viel zu besprechen. So sei es, Mentor. Die ich begrub, an diesen Ort, dieses Gefängnis, an die Qualen, die ich hier erlitt. Jahrelang schwelte sie in der Dunkelheit und meinen Träumen. Im Gewand eines Djinns, der mich heimsuchte, zersetzte, bis er auch meine Wachenstunden verschlang. Doch ich stellte mich der Vergangenheit, dem Schmerz, nahm ihn an. Einst legte ich meine Haut ab. An einem anderen Ort, einer anderen Zeit. Nun bin ich wieder ganz. Ich erinnere mich. Und jene, die mich in Ketten legen wollten. Sollte noch jemand von ihnen auf Erden wandeln, so freue ich mich auf unser Wiedersehen. Doch bis zu jenem Tag wartet eine neue Welt. Ja, das war Assassin's Creed Mirage. Ich muss sagen, ich fand es ein sehr, sehr gutes Spiel. Das Ende, ja, war nicht ganz so, wie ich das jetzt erwartet hatte, beziehungsweise war auch ein bisschen durcheinander, fand ich persönlich. Ich hätte mir jetzt eher gedacht, weil sie immer gesagt hat, dass er quasi eine Waffe sei, dass er der Schlüssel sei und so weiter. Hätte ich mir jetzt eher gedacht, dass er ja da reingeht und irgendetwas findet, womit er dann mega stark wird oder sowas. Aber okay, es ist auf jeden Fall ein abgeschlossenes Spiel und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das Ganze jetzt auch endlich durchhaben. Obwohl ich sagen muss natürlich, dass ich das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge ja, hier sage, weil, wie gesagt, ich fand das Spiel an sich sehr, sehr geil. Es ging endlich mal wieder in Richtung Back to Nature, also was eigentlich wirklich assassinenmäßig sein sollte. Sprich mit viel Klettern, mit viel, ja, diesen ganzen Parcours und so weiter. Und was natürlich das Wichtigste ist, mit viel Stealth-Angriffen, weil das ist ja Assassin's Creed, das sind Assassinen. Und ja, nicht mit irgendwelchen Äxten in der Gegend herumfuchteln oder ähnlichen. Ich meine, Valhalla war auch sehr, sehr gut gemacht. Habe ich auch gerne gemacht. Ja, war mir ein bisschen zu viel drumherum. Und es war viel, viel, viel zu lang und viel, viel, viel zu groß. Also das ist sehr, sehr negativ an dem Spiel gewesen. Aber so von der Art her vom Spielen fand ich es mal was Neues. Es gehört für mich nicht zur Assassin's Creed-Reihe Valhalla, weil es irgendwie so gar nicht passt. Ich meine, klar, da gibt es auch so assassinenmäßige Angriffe, die man machen kann. Aber es sieht halt komisch aus, wenn so ein Mannsweib da rumläuft und sich in Anführungszeichen anschleicht und die Leute dann von hinten niedermetzelt. Ja,
Ich weiß auch nicht. Also es ist für mich kein richtiges Assassinenspiel in dem Sinne gewesen. War ein ganz guter Teil, aber es war halt für mich kein richtiger Assassinenteil. Der hier wiederum war richtig gut im Vergleich. Und ich habe auch die Umgebung geliebt, muss ich sagen. Ich habe es geliebt, wirklich, ja, zu versuchen, kein Kopfgeld zu bekommen. Sagen wir es mal so. Die Sache mit dem Kopfgeld hätte man rausmachen sollen. Das wäre für mich natürlich perfekt gewesen dann. Aber ja, gut, ich meine, so war es auch okay. Nachdem man es dann endlich mal verstanden hat mit diesen komischen Postern, die man dann abreißen muss, weil für diese komischen Typen, diese Schreitypen, hat man ja leider nie Steine bekommen. Egal, wo man geklaut hat, egal, was man geklaut hat. Und naja, gut, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich schaue mal, dass ich auf jeden Fall noch die Tage eine Folge rausbringe, wo wir uns dann die restlichen Sachen noch angucken können in der Höhle, weil wir haben das Geheimnis ja noch nicht gelüftet. Und entweder davor oder danach müssen wir dann auch noch die Sache mit den 40 Räubern, was glaube ich, machen. Alibaba oder Alibabas Tochter, glaube ich, hieß es. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also dieses DLC, was ja auch noch mit dabei war jetzt bei meiner Version. Und ja, da das aber natürlich nicht zum Spiel selber gehört, hängen wir das natürlich hinten dran. Nur das Geheimnis hätten wir vielleicht ein bisschen früher lüften sollen, aber egal, das machen wir dann halt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze dauert, weil ich müsste dann privat erstmal die Leute natürlich umbringen und mir dann deren Münzen oder was das waren sichern. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie viele ich davon noch brauche, da müsste ich dann mal nachgucken. Aber wenn ich soweit bin, werde ich auf jeden Fall noch was hinterherlegen. Es kann sein, dass ich dann schon mit den anderen Let's Play angefangen habe, weil ich halt, wie gesagt, privat das Ganze dann noch mache und die Leute dann niedermetzel. Aber wir gucken uns auf jeden Fall gemeinsam an, was wir noch zusätzlich für Geheimnisse in der Kammer finden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.